Reinpfeffern und sagen hier viel Spaß damit oder einfach zünden. Wegen irgendwem wird es schon treffen bestimmt. Und den hat's getroffen mit meinen Sprengstoff irgendwie. Also nicht mit meinen Haftminen, wenn sie überhaupt so genannt werden, was ich noch nicht mal glaube. Und da mal wieder ein. Also langsam komme ich mit der Klasse doch klar. Ich nehme mehreres zurück, dass ich nicht mit der Klasse überhaupt nicht klarkomme, aber vielleicht ist es einfach nur Luck, was ich glaube, dass es nur Luck ist. Denn jetzt würde ich abkacken bestimmt. Man ist eigentlich irgendwie, keine Ahnung warum, aber irgendwie nur am Nachladen mit der Klasse irgendwie. Ich weiß nicht. Also wenn jetzt hier einer durchkommt, der ist Geschichte. Sag ich doch, dass er Geschichte wurde, aber es war eigentlich für einer von uns, beziehungsweise ein Spy. Und da habe ich mir einfach mal zu viel erlaubt. Ich bin einfach... Ja. Da habe ich mir einfach zu viel erlaubt. Ich dachte, die kriegen mich nicht und so. Ich mache einfach mal meine Sprengladung da hinten irgendwie die ganze Zeit. Aber nein, da dachten sie sich anders und sagen, hey, ich... So geht das nicht, ne? Und der verlangt nach dem Medic und wir haben versorgt. Ja. Schade. Wie stehen die Scores? Ist ganz unten mit 15 Punkte, der ganz oben mit 48 Punkte, mein lieber Scholli. Ich frage mich echt, wie man Punkte kriegt. Ich wette durch diese Base einnehmen, aber es gibt ja nicht 5 Base irgendwie. Es gibt ja nur so bis 2 hier. Einmal in der gegnerischen Base und einmal bei uns. Keine Ahnung. Okay, neue Runde startet. Meiste Punkte. Da sieht man auch, mit dem Pyromane haben wir die meisten Punkte gekriegt. Meiste Helfer mit dem Pyro, meiste Kills. Mit den Soldier, mit den Shotgun-Typen. Wow. Meiste Eroberung, ja, mit den Soldier-Typen haben wir die erste Eroberung gemeistert. Denken Sie als Medic dann, dass kritische Treffer keinen Effekt bei Sentry-Guns haben. Nutzen die haben Kriegskrieg. Daher eher im Gebiet voller Gegner. Okay. Soll uns nicht interessieren, weil wir noch keinen Medic haben. So, gehen wir in Team Red rein. Hiwi ist Verteidiger, Engineer, ja, den wollen wir auch noch. Ja, nehmen wir weiter den Demon Man. Wie gesagt, jede Klasse einmal austesten, 20 Minuten lang. Jo. Egal, ob mir die Klasse Spaß macht, keine Ahnung was. Ich will euch ja die Klassen vorstellen, irgendwie. Und es ist voll am Laggen gerade gewesen und ja. Ich dachte schon, mehrere Leute haben die den Server irgendwie verlassen. Mission startet in 60 Sekunden. Auf jeden Fall ist das Spiel irgendwie mit einem leichten Touch Witzigkeit umgeben. Ich finde es schon ein bisschen witzig, die ganzen Kommentare und so. Und ja, es macht schon sehr Spaß, irgendwie, wenn man es kann, natürlich. Aber es ist auch nicht so schwer, irgendwie reinzukommen. Es gibt ja auch noch ein Training irgendwie, wo jede Klasse vorgestellt wird, was sie kann bestimmt und so. Mission startet in 30 Sekunden. Nee. Da stehen sie alle. Ich mit meiner Whiskyflasche. Komm her. Komm her. Komm her. Und da ist ein Roter von uns. Nee, das ist ein Spy, glaube ich. Ach. Kriegst du eine auf die Omme? Mission startet in 10 Sekunden. Willst einen Schluck von das XXX-Bier? Bams. 4, 3, 2, 1. Ha! Komm, töte mich selbst. Schade. Ah. Fuck, 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 fuck. Hä? Yuzok capture the flag. Verteidigt? What? Was steht da oben? Hm, egal. Auf jeden Fall haben wir einen Kill gemacht. Sehr toll. Und ich weiß überhaupt nicht, was wir hier machen müssen. Ich glaube, irgendwie den Karren, der da ist, irgendwie zu uns bewegen. Irgendwie. Keine Ahnung. Naja, werden wir sehen. Ja, der Karren bewegt sich. Juhu. Das ist doch toll. So, welche Waffe ist nochmal welche? Okay, das ist die
Dingens, dann ist das die, die sich selbst explodiert, einfach die ganze Zeit, diese Sprengstoff-Dynamit-Teile. Oder was auch immer. Okay, wir müssen, glaube ich, wirklich diesen Karren, der da ist, zu uns bewegen. Das sind Gegner. Ach, die Gegner dürfen das nicht machen. Ach, so sieht das aus. Okay. Ich wusste auch gerade gar nicht, wohin. Wo ist, wo ist eigentlich mein Team irgendwie? Ja, wieder ein geiles Team. 6 gegen 8 Spieler. What the hell, man? Mann. Schön, dass er einen Armeehut trägt irgendwie. Kann er, keine Ahnung, was machen damit. Ja. Finde ich auch, was du da sagst. Da gebe ich dir recht. Es ist ein Spy, ne? Ein Spy merkt man eigentlich daran irgendwie, wenn man, wenn er einfach derb zu eingeht irgendwie. Oh yeah. Ich vermine das einfach jetzt einfach ganz. Ich vermine das einfach und campe mich hier ein ab. Man kann eigentlich auch richtig gut mit der Klasse campen, finde ich. Okay, wenn jetzt hinter mir ein Spy kommt, habe ich die Arschkarte, aber trotzdem. Wenn man wartet einfach, wenn jemand kommt, zum Beispiel der hier, bumm, tot. Und ich habe ein bisschen falsch gesprengt. Fällt mir auf. Geh doch mal down. Hilfe! Wow, den haben wir noch gekriegt, oder? Entweder das waren zwei oder es war irgendwie anders. Ich weiß es nicht. Das sind zwei. Und der klebt mir an den Hocken. Aha. Jawohl. Jawohl. Neun Punkte. Wow. Cool. Okay, sind auch leicht verdiente Punkte irgendwie. Einfach die ganze Zeit den Sprengstoff darüber werfen. Denn da befinden sich immer welche. Glaube ich jedenfalls. Und ja. Da irgendwo unten ist ein Spy anscheinend. Wegen der Medic hat einfach mal da runtergeballert. Dann springen wir auch irgendwie in die Luft. Ist das einer von uns? Ich glaube schon. Aha. Okay, der hat mich ein Spy abgekriegt. Okay. 19 Minuten sehe ich gerade. Okay, dann würde ich sagen, noch eine kleine Runde. Okay, die Runde endet eh. Blaues Team erobert. Okay, aber verkackt. Sehr toll. Na, was soll's. Es kann ja nicht immer Gewinn sein. Ist ja auch nur ein Let's Show irgendwie. Ach ja. Moment. Was für Gegenstände haben wir denn eigentlich schon im Rucksack angelegt? Haben wir das? Kann man das anlegen irgendwie? Die verwenden Details. Was sind das jetzt alles? Hä? What the hell? Was ist das alles? Mit den Gegenständen komme ich immer noch nicht klar, so wirklich. Ich glaube, das sind Sachen gerade gewesen, die man kaufen kann. Irgendwie Handel. Nein. Herstellen. Ja, herstellen kann man natürlich auch. Und warum kann ich das nicht anlegen? Rucksack sortieren, nach Qualität, nach Art, nach Klasse. Okay. Ja, Kukri Level 5, diese Waffe landet kritisch. Polygon, Sniper, Bündel. Also es ist nur für Sniper wahrscheinlich. Okay. Na egal. Ich werde diesen Part beenden und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Team Fortress wieder. Bis dann.